Oh, okay. Nicht, dass ich gerade mit meinen Brüsten gemarkiert habe, weil das habe ich nämlich nicht. Ja, also ich glaube, die Klickzahlen gehen jetzt hoch ins Unermessliche. Ja, definitiv. Das ist ganz süß. Meine Mutter ist ja davon begeistert, dass ich YouTube-Videos mache. Ja. Und manchmal sagt sie einfach, weißt du, wenn das mit den Klicks nicht geht, dann musst du einfach deine Brüste zeigen. Mama, das ist die falsche, das ist die falsche Plattform dafür. Da muss ich auf YouPorn gehen. Aber sie meint es natürlich alles nur im Scherz, aber ich liebe es, wenn sie das sagt. Ja, das glaube ich. Ja. Ist halt einfach cool drauf, würde ich sagen. Ja. So, jetzt bin ich hier. Hallo, sie hat mir vorhin bei WhatsApp, weil meine Mutter ist jetzt unter die Leute gegangen, die Smartphones haben. Ja. Es ist sehr lustig zu beobachten. Die ersten paar Tage ging es, wie geht das und was ist das? Und jetzt schickt sie mir Bilder vom Essen. Oha. Das ist total geil. Heißt du, da hast du gerade ein Verdauungsschläfchen gemacht, ne? Und guckst auf dein Handy und dann kommt, sieht das lecker aus? Und dann sind da einfach selbstgemachte Quarkbällchen und du denkst dir, ja, ich stehe jetzt auf. Ja, das würde ich aber auch. Ja. Oh, hallo, wir haben uns mal wiedergefunden. Ja, gut, wa? Hier ist doch Eisen an der Decke. Ich gucke nie an die Decke. Ja. Solltest du aber öfters tun. Ja, ich gucke gerade in meinem Zimmer an die Decke. Scheiße, da drüben ist Staub. Ich habe Staub gewischt. Geh da weg. Ja, sieht schön aus. Ist schön weiß. Habe ich gut gemacht. Aber weißt du, worauf ich mich richtig freue? Nein. Wenn ich im Herbst ausziehe, ne, bedeutet das, dass ich ein ganzes Zimmer wieder neu streichen kann. Und da freue ich mich drauf wie sonst was. Nice. Einfach, weil meins ist ein kleines künstlerisches Meisterwerk. Weil die Wand links von mir ist vollgeschrieben mit Songtexten und die Wand rechts von mir, da ist ein Ausschnitt aus einem Batman-Comic drauf. Voll geil. Und die hinter mir ist anthrazitfarben. Aber jetzt sieht man eigentlich nur den Greenscreen, den ich davor gehangen habe. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Sie sollten vielleicht mal... Willst du nach Hause? Ich will nach Hause. Willst du nach Hause? Ja. Okay. Ja. Gut, dann suchen wir jetzt den Nachhauseweg. Juhu! Ich glaube, wir müssen da lang und links. Sag ich jetzt einfach mal. Ich hoffe doch. War eine Sackgasse. Hast du gut gemacht. Ich habe jetzt schon richtig viel Freude daran, den Rückweg zu finden. Gut, gehen wir halt hier lang. Ja, das könnte eventuell richtig sein. Oh, guck mal, da hinten war ich noch nicht. Guck mal, da sind Skelette, da gehe ich jetzt hin. Das ist halt einfach, dass ich mal so mega orientierungslos bin. Aua. Ja, ich bin auch mega orientierungslos. Na, ah, er hat mir den Weg freigekämpft. Ja. Aber hier ist noch voll viel Eisen. Da, 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 da. Ah, guck mal, hier ist Kies. Habe ich vor lange nicht mehr gesehen. Scheißdreck. Kann man Kies als Scheißdreck bezeichnen? Ich weiß nicht. Ist Kies fast dasselbe wie Dreck? Nee, ich würde sagen nein. Nein? Das musst du mir jetzt erklären. Da müssen wir jetzt eine Diskussion, einen Diskurs. Wir müssen jetzt einen Diskurs starten. Ach du Scheiße, ja, aber wieso? Wieso sollte Kies Dreck sein? Das sind doch halt ganz viele kleine Steinchen. Ja, aber was ist, wenn der mit Dreck gemischt ist? So sieht das nämlich in meinem Texturenpack aus. Das macht ihn doch noch lange nicht zum Dreck. Wenn du dreckig bist, bist du ja auch nicht Dreck. Darüber muss ich kurz nachdenken. Ja, da hast du recht. Ja, siehst du? Da muss ich gerade an eine total schöne Sache aus der Grundschule denken. Okay, erzähl. Da war ich wirklich Sand. Da war ich nicht sandig, da war ich wirklich Sand. Aua. Entschuldigung. Ich war so ein dreckiges Kind. Also dreckiges Kind nicht im Sinne von, es hat sich nie gewaschen, sondern dreckiges Kind im Sinne von, jep, ich spring überall rein. Geil. Und, ups, halt so typisch Dorfkind. Was heißt Dorfkind? Kleinstadtkind, ne? Wo du einfach dich noch so richtig schön austoben konntest. Ich weiß nicht, wie es in der Großstadt steht, wenn man da aufwächst. Jedenfalls, ich habe viel im Wald gespielt und alles und, jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Das Schöne ist, die Musik passt so richtig schön dazu. Ha ha ha.
Das passt gerade so cool mit der Musik. Da will ich lang, da waren wir noch nicht. Ja, hier ist ganz viel. Oh, hier ist auch nochmal Eisen ohne Ende. Wo bist du denn? Ja. Du hast nicht zufällig so Holz im Inventar? Komm, wir bauen mal 4 davon ab, dann kriegst du jetzt eine Spitzhacke. Dann gehen wir jetzt doch noch nicht. Ich kann auch einfach einen Ofen bauen und daraus... Ja, aber wir brauchen Stickies. Und eine Workbench. Ja, aber aus dem Holz hier können wir doch eine Workbench machen. Ja, eben, deswegen baue ich das ja ab. Aber du kannst schon mal einen Ofen machen, ja. Ja. Nee, aber das geht ja nicht, anscheinend nicht ohne... Ja, stimmt. Ha, ha, ha. Weil dann können guck mal hier. Eisenspitzhacken machen. Guck mal. Ja, meine ist nämlich auch schon fast kaputt. Was wollte ich denn gerade erzählen? Ach genau, ich wollte diese wundervolle Sandstory erzählen. Ich kann mich da nicht mehr richtig dran erinnern. Aber wir hatten einen Sandkasten in der Grundschule und ich war eine der besten Sandburgenbauerinnen der Welt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, glaube ich. Ich habe nämlich immer ganz süß mit den Jungs zusammengespielt. Ich war nie so das Mädchen, was mit den Mädchen so zusammengespielt hat, sondern ich habe echt immer mit den Jungs gespielt. Wir haben gekämpft und so uns halb geprügelt oder auch mal ganz geprügelt. Ja. Ich habe mich nie mit Kleineren geprügelt. Ich habe immer nur die Größeren angepöbelt. Ohne Witz. Oder, naja, manchmal bist du dann auch mal um dein Leben gerannt über den ganzen Schulhof, weil du nicht verprügelt werden wolltest. Mal gucken, wer schneller rennt, so ungefähr. Naja, jedenfalls, irgendeine Pause war das. Ja, da war echt Sandkastentime. Das Ding an der ganzen Sache war, dass sie echt von oben bis unten voll mit Sand war. Ach du Scheiße. Ja. Das weiß ich aber immer noch früher so als kleiner Junge, immer gerne halt im Sand gespielt und wie viel Sand man dann einfach mitgenommen hat in den Schuhen und alles, ne? Ja, darum ging's auch. Oh, meine Klamotten waren voll mit Sand, das ist so eklig rückblickend, aber richtig super. Total schlimm, vor allem so, du gehst dir einmal durch die Haare und denkst, du hast erstmal einen halben Sandkasten mitgenommen. Ja, vor allem ich habe so richtig schöne und lange blonde Haare gehabt, du. Da krass. Kann eine Menge hängen bleiben. Ja, was heißt krass? Ein bisschen länger als jetzt Rücken lang oder so. Ich weiß nicht. Ja. Ich fühle mich gerade wie so eine Schnecke. Ich schwimme gerade gegen den Strom. In Slow Motion. In Slow Motion. Schneller! Oh, scheiße, jetzt geht's bergauf. Ah, das war anstrengend. Wo bist du? Ich bin irgendwo anders. Ach, dahin. Okay. Bezahlen. Alter, geil, da ist eine Kiste. Ernsthaft? Ja. Nice. Ah, Kürbiskern. Ich wollte Melonis. Redstone, Lapisla. Melonis. So, die nehme ich jetzt wieder mit. Oh, guck mal, Eisen. Ich schwör's dir, ne? Wenn wir von dieser Mission zurückkommen, brauchen wir quasi nie wieder Rohstoffe. Ja, ist echt so. Nie wieder. Ich denke mir gerade, nie wieder Hütchen spielen, nie wieder also, in die Spielothek, nie wieder Hütchen spielen. Reichen, oder? Wie viel hast du denn gemacht? 4 Stück, also 2 für dich, 2 für mich. Wundervoll. Da bist du. Ja, hallo. So. Dankeschön. Dein Inventar voll? Sieht so aus. Das ist okay, yep. Kürbis, das kann weg und das kann auch weg und das kann weg und... Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Ja, jetzt würde ich sie nehmen. Ach ja. So. Juhu. Was hältst du davon, wenn wir das Zeug, was wir haben, schon mal in den Ofen tun? Ich habe den Ofen abgebaut, sodass wir ihn überall neu hinbauen können. Okay. Das ist gut. Gut gedacht. Ja, hast du gut gemacht. Wie steht's mit der Workbench? Habe ich auch mitgenommen. Es wäre jetzt lustig gewesen, wenn du die hättest stehen gelassen. Als ob ich die Workbench da stehen lasse. Hm. Denkst du nur von... Ich liebe die Minen einfach total, muss ich gestehen. Da habe ich eigentlich keine Fackeln mehr. Ich weiß nicht. Ich habe mir zwischenzeitlich wieder neue gemacht. Aber auch nur ein paar. Und es war nicht lustig. Weil dieses Holzabbauen einfach so nervig ist für die Stickies. Ja, das glaube ich. Ohne Witz, ne? Wir sind solche Rich Kids, wenn wir fertig sind. So viel Kohle. Ohne Witz. So viel Kohle für die Rich Kids. Lohnt sich einfach. Ja, lohnt sich.
Und Kies und Schotter haben wir auch eine Menge. Aber am meisten haben wir Kohle, glaube ich. Ja, glaube ich allerdings auch. Ah, die Musik ist gerade irgendwie stilvoll. Ich kann sie nicht wirklich beschreiben, aber sie ist irgendwie stilvoll. Hier kriegst du Eiche. Nimmst du Eiche? Was? Hast du Eiche genommen? Ja, die lag da, die habe ich aufgenommen und habe sie dir hingeworfen. Oh mein Gott, was muss ich denn jetzt so gehen, ey? Oh. Plötzlich müde. Einfach so instant eingeschlafen. Ohne Witz, das wäre so lustig. Das wäre richtig lustig. Du hörst einfach nur so und dann... Bam! So keine andere Reaktion, einfach dieses Bam und... Nee, weißt du nicht. Das wäre so cool. Kennst du das, wenn du ganz spät in der Nacht so geskypt hast und dann redet einfach deine Gesprächsperson nicht mehr mit dir? Ja. Es ist so lustig, das haben Shafi, Yuga und ich haben vor 2015, ne? Oh. Vor 3 Jahren oder so. Es ist so krass, wie lange ich die ganzen Menschen mittlerweile kenne. Das ist schockierend. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, jedenfalls, wir haben schön geskypt und so. Und irgendwann hat Yuga nicht mehr geantwortet. Dementsprechend haben Shafi und ich uns Spaß daraus gemacht, haben uns abgesprochen, ganz leise. Und haben dann auf einmal angefangen zu schreien wie die Blöden. Boah. Das richtig fies, ja, richtig fies. Ich bin mir nicht sicher, ob er dann aufgewacht ist. So weit reicht mein Erinnerungsvermögen nicht. Was? Oh, die Musik ist stilvoll. Oh, scheiße. Ich bin wieder zurückgelaufen. Ja, ich glaube, wir müssen aber langsam irgendwie zurückfinden, weil mein Inventar ist halt einfach voll. Yep. Wie wär's, wenn wir hier drüben lang gehen? Ich finde, wenn da sowas ist, dann ist das einfach sehr vielversprechend. Hier war ich ja noch gar nicht. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ja, ich hoffe es nicht. Oh doch. Oder warst du an der Stelle schon mal? Kommt mir jedenfalls nicht bekannt vor. Ja, gut. Wie wär's mit der Stelle, ne? Oh Mann, es ist so unerforscht hier. Es ist so schön. Ich will gar nicht gehen, aber wir müssen zurück. Okay. Wie wär's mit... Oh, guck mal. Oh oh. Wir finden nie wieder raus. Hey. Ansonsten buddeln wir uns einfach nach oben. Nein. Doch. Wir suchen den Weg. Hä, wir könnten uns zur Not auch wieder zurück zu teleportieren, aber das sehe ich nicht ein. Nee, schon das. Wir schaffen das, ja. Wir schaffen das. Das nicht. Nein. Ich gehe einfach mal hier entlang. Und verlauf mich gleich wahrscheinlich. Ey, das ist gut. Wir trennen uns einfach und der den Weg gefunden hat, sagt Bescheid. Ich kann dir jetzt schon sagen, den Weg werde ich wahrscheinlich nicht finden. Weil ich habe eine Orientierung in Minecraft wie ein Schluck Wasser. Ich weiß ja nicht, wie ich da hingekommen bin. Dann könnte ich dir nämlich jetzt sagen, wo ich lang muss. Ich weiß auch nicht mal, wo du gerade bist. Ja. Aber sobald ich was sehe, was mir bekannt vorkommt, dann weiß ich, wo ich bin. Hier geht's schon mal höher. Ja, ich bin auch gerade höher. Ich glaube, ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis. Ja, gut, Sackgasse. Einfach so die ganze Zeit. Ja, so wie vorhin. Echt, ich habe was Neues gesucht, ne? Aber ich habe einfach nichts gefunden. Ich bin einfach die ganze Zeit durch die Gegend geirrt. Nee, da war ich gerade. Gut, gehen wir mal hier lang. Oh Mann, jetzt bin ich wieder da, wo wir angefangen haben. Ach, scheiße. Ja, jetzt bin ich auch da. Hallo. Das ist so peinlich. Bist du dir sicher, dass... Was ist, wenn du aus der Richtung gekommen bist? Weißt du, wo du in diesen Raum reingekommen bist? Ganz ehrlich? Nö. Ich weiß es nicht mehr. Gut, dann gehe ich jetzt einfach hier lang, aber erstmal was essen. Ja, ich gehe jetzt auch einfach mal hier lang. Okay, hier ist nichts. Warte mal. Oh, Lapis! Könnte doch hier gewesen sein. Hier bin ich runter. Hm. Oh, das Wasser. Oh, dieser beschissene leere Raum. Oh, das ist schon wieder die falsche Richtung. Ich glaube, ich muss hier lang. Wir schaffen das, wir können das. Alter, ich schwör's dir, ich bin irgendwo, wo ich weiß, wo ich bin. Yep, gefunden! Echt? Yep, bin zurück. Ich bin bei der Schlucht. Wuhu!
Das ist sogar ganz nah. Komm mal zurück zu dem Dingens. Ja, ich sehe deinen Namen gerade. Faszinierend. Wie blöd. Richtig blöd. Blöd trifft es richtig gut. Vor allem, vorhin, als ich was gesucht habe, bin ich die ganze Zeit hier drüben so lang. So. Bam. Oh. Ich hätte einfach da hinten lang gemusst. Ach Mann, wie dämlich das ist. Gut. Jetzt müssen wir nur noch den kleinen süßen Gang finden. Du erinnerst dich? Ja. Wo halb? Weil da ist irgendwo dieser Auf... Ach, gefunden! Oh, jetzt haben wir einen Run. Jetzt haben wir sowas von Run. Jetzt rocken wir das Ganze. Ey, krass, wir sind da lebend rausgekommen. Also. Aber ohne irgendwelche Blessuren oder sonstiges. Ja, noch. Ja. Also das letzte Mal, als ich hier drin war, war ich mit Ari drin und Ari ist die ganze Zeit verreckt. Ja, pass mal auf, wir verrecken jetzt auch gleich einfach. Ja. Beim Hochgehen. Schwächeanfall. Oh, ja, ich wäre schon bald die Lava runtergefallen. Oh, dieser Aufstieg, ne, der ist so schön. Nein. Ihr habt so richtig Freude. Fantastic. Fantastic. Ich sehe die ganze Zeit, dass ich zwei neue Skype-Nachrichten habe und ich bin so richtig interessiert. Dann guck doch. Ja, ich muss aber jetzt erstmal hochlaufen. Oh, jetzt muss ich nicht mehr springen. Oh, guck mal, es regnet. Quacka, quacka, docke, dampfvoll. Gut, was sagt Skype? Yo. Habe ich mit Yo geantwortet. Das andere ist die Netzwerkgruppe. Ich schmelze mal hier das ganze Eisen ein, ne? Mhm. Und der Gold. Ich verstehe nicht, warum die Textur von dem Baum schwarz ist. Ich dachte gerade, da würde was fehlen. Da, dieses Lied erinnert mich einfach an Sims 2. Warum erinnert mich da eigentlich so viel an Sims 2? Ich glaube, ich liebe einfach Sims 2. Höchstwahrscheinlich. Ja, daran wird es liegen. So. Gold. Ofenkartoffeln da rein. Und Eisen. Ich habe so einen bemoosten Bruchstein für dich. Ich glaube, den wolltest du doch vorhin haben. Krasse Wurst, ja. Hier. Nehme ich. Mein Gott, ich glaube, meine Haare liegen falsch. Das muss ich kontrollieren. Ah, nee, die liegen noch gut. Ich sitze schon wieder nicht mehr gerade. Ich lümmel mich immer so hin. Dann muss ich echt aufhören. Aha, steinige Steinkiste, die habe ich gesucht. Was sind die Erden? Was kommt da rein? Erden. Die Erden. Kies kommt. Ach, da. Kies. Noch mehr Kies. Scheiß Kies. Holzkiste. Warum sind da Eichenbrettholz da drin? Da können auch die Sticks und sowas rein, ne? Nö. Nicht? Nö, die Sticks kommen woanders hin. Ach so. Hm. Erstmal die Kohle loswerden. Ja, bestimmt. Feuerstein, Lapis Lazuli. Davon habe ich über einen Stack. Krass, ich habe zwei Stacks Redstone. Krass. Ich bin begeistert. Und das da auch noch. Ganz wichtige Kiste. Ich frage mich auch, warum ich sie mobbige Mobkiste und nicht lootige Lootkiste genannt habe. Das ist eine sehr gute Frage. Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. Boah, ne, die Werkzeugkiste. Da kann ich jetzt ganz viele Schaufeln reinmachen, die ich nicht benutzt habe. Oh, warte. Nein, es gehört in die mobbige Mobkiste. Ja. Ich frage mich gerade, ob die Musik zu laut oder zu leise oder genau richtig ist. Weißt du, sowas verunsichert mich einfach. Ja, das ist eine gute Frage. Mir wurde auf Twitter gerade geschrieben, dass, nein, warte, muss ich nachgucken? Ja. Ja, weil ich nämlich heute früh getwittert habe, ich hätte gern lieber Frühstück als Mittagessen, süß und frisch und Obst und Vitamine. Aber ja. Ja, und dann kam so, bäh, ist viel zu gesund.
Das war voll geil. Ich habe Banane und Apfel und Toast und so gegessen. Und heiße Zitrone und einen Kakao. Ja, hab mir voll gegönnt. Hört sich. Heißen Kakao jetzt wäre toll. Nee, lauwarm. Heiß nicht unbedingt, aber lauwarm? Ja, klar. Ist schon. Hat schon was. Weil ich mir seit gestern wieder heiße Zitrone reinpfeife. Weil ich mir nämlich immer einbilde, dass dadurch mein Immunsystem gestärkt wird. Das ist auch der Grund, warum ich heute Morgen Obst gegessen habe, weil ich mir so denke, Immunsystem, do your thing.